Hallo zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Unboxing von Pokémon-Karten Bund der Gleichgesinnten mit Miri zusammen. Hallo, das ist meine Hand. Und wir haben beim letzten Mal gefragt, ob ihr sagen könnt, welche Karten Mehrwert waren. Ihr wart euch sehr uneinig in den Kommentaren. Manche haben gesagt, manche Miris. Ist schwierig. Vielleicht habe ich irgendwann mal die Zeit und Lust, da mal eine Wertestatistik auszustellen. Aber ist egal, wir wollen ja den Spaß beim Auspacken haben. Und ja, wir fangen damit an, dass jeder seine 5 Pakete zieht. Und da würde ich sagen, heute sind es 5. Genau. Vier. Deswegen Miri, zieh. Ja, zieh dir irgendeine. Nimm die Katze. Du wieder. Ich nehme Tiana. Klack, klack. Ich nehme nur eine. Okay, fies. Mewtwo meins und Mewtwo Mew. Dann nehme ich noch einen Nachtar. Ich nehme noch einen Mewtwo Mew. Dann nehme ich noch Quatsch. Nein, ich habe einen Nachtar. Schön. Okay, fangen wir an. Ich wieder oder diesmal? Nee, du diesmal. Ja, genau. Du legst vor. Okay, ich fange mit einem Nachtar an. Okay, okay. Nachtara Darkrai Booster. Die hätte ich ja gerne, die Karte. Welche haben wir denn schon von denen, die drauf sind? Das Psyana hast du doch letzte Runde gezogen. Stimmt, ich habe letzte Psyana. Runde. 4. Und die untere, die hinteren zwei, 2 muss ich. Genau. Ich hoffe, diesmal habe ich es nicht falsch gezählt. Das sieht richtig aus. Hier wird schön verschenkt. Energie. Dir. Danke. Das ist ein Karipas. Gesundheit. Ein großartiger Tank. Ein großartiges Bidifers. Okay. Ist das ein gruseliges Lichtel? Nur so mehr, weil die so die Kamera ist. Entschuldigung. Das ist ein Janma. Janma. Ich kann leider nicht auf die Kamera sehen. Guck mal, das hattest du ein glänzendes, das nicht. Ja. Gut. Das ist schon ein Wasserbogen. So, jetzt bin ich gespannt. Okay. Wie rum muss ich du, die untere zuerst eigentlich. Das ist ein Dratini und es glänzt und das ist ein... Ja. Ja gut, aber Dratini ist süß. Ja, Dratini ist... Also es gibt Punkte für süß. Ah, süß. Seine Attacke nennt sich Draufspringen. Draufspringen. Ja, das ist sein Angriff. Draufspringen, das kann ich im Übrigen auch. Dafür muss man kein Pokémon sein. Nicht? Nee. Liegt das so gut? Habe ich alles richtig gelegt? Ja, pass auf, ich mache das so, ich drehe die direkt richtig. So. Nee, gar nicht wahr. Nee, immer... So, und es geht los. Kampf. Ein Dragonier. Das hat einen Punkt für Süßigkeit. Nee, doch. Das ist nicht glitzern, das ist egal. Fubaila. Dukles. Auch ein Janma. Nachmacher. Ja. Oh, ein Jungmangudior. Wow. Der, was ist denn das? Das gleiche wie du. Das ist ein Lichtel, aber ein aber anderes sieht, Design. Das sieht schöner es aus. Es ist ein schöneres. Es sind 3 vor allem. Und ein Rotomurf. So. So, jetzt kommen die Special-Karten. Oh, gut, das ist ein Zabladin. Zabladin, die glitzern. Also Dratini sticht Zabladin, würde ich jetzt mal sagen. Noch. Wie noch? Das wird sich niemals ändern. Naja, vielleicht werden die Kombos besser. Dratini sticht immer Zabladin. Du könntest am Ende von jedem Video immer so einen von diesen Codes reinhalten. Leute fragen, ob wir auch mit den Karten mal gegeneinander spielen. Ich weiß nicht, ob Miri das Spiel wirklich kann. Ich habe es damals mal online ein bisschen gespielt. Ich glaube nicht, dass Miri das Spiel schon mal gespielt hat. Ich könnte das vielleicht mal irgendwann gegen Katze spielen. Es ist eine Fee. Ja, danke. Es ist ein Teamwechsel. Und ich lege das wieder so, so wie du das auch immer ein machst. Ein Pyridingsbums. Ein Umkehrboard. Ja. Ein Pikachu mit einem anderen Design. Mahlzeit. Wieso machen sie denn dieses Season irgendwie öfters Klein-Pokémon mit unterschiedlichen Designs? Das ist irgendwie interessant. Wo rutscht das Schlurp hin? Schlurp geht. Schlurp. Zum Dratini. Warum rutschen die Karten weg? Die möchten zu den coolen Karten. Ach so. Oh, guck mal. Ja, die Glückwunsch. Guck mal, ist aber ein schöneres Zabladin. Stimmt. Hat auch eine andere Attacke. Das sieht viel besser aus. Okay. Geht hier los. Aber du hast 2 Glitzer. Das glitzert auch. Schön. Ja. Ja. Okay. Ein Galapagos. Galapagos ist halt kacke, aber ja. Ansonsten läuft, würde ich sagen. Du bist immer so gemein. Galapagos, du bist ein Kack-Pokémon, ich mag keiner, geh weg. Boah, das ist die Wahrheit. Ach, pff. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Fangen wir an, Stahlenergie. The Pyros Quiz Show. Wow. Wie viel ist ein... Who is that Pokémon? Kommandutan. Kommandutan.
Commander. Oh, guck mal. Schwächewächter-Energie. Das Wort Schwächewächter. Schwächewächter, okay. Schwächewächter, Schwächewächter. Das Pokémon an diese Karte angelegt hat keine Schwäche. Schnell hintereinander. Schwächewächter. Das ist mir zu anstrengend. Ich bin krank. Knilz. Bummelt. Driftlon, das Kinder entführt. Ganz toll. Und ein Araqua. Das ist zum Geier. Okay. Und dann gucken wir, was wir da haben. Gut gelegt. Oh ja. So, erstmal habe ich einen Tauros. Das ist richtig krass, okay. Und darunter habe ich ein Keldeo GX. Wuhu! Finde ich gemein von dir. Hier zwei, hast du zwei Stück. Tauros, yay! Und ein Keldeo. Eine Full-Size-Karte. Finde ich nicht nett von dir. Musst du nicht schön. So flexen mit. Schön. Die ist wirklich schön. Schon gesagt, dass sie schön ist. Schöne Karte. Traurige Geschichte und schöne Karte. Ich neben dir sitze und nicht hauen kann. So. Wasserenergie. Ja, Wasserstarter mag keiner. Ich dir. Ja. Das Garabon wird fast auf einen besonderen Stapel gewinnen. Oh, guck mal, das Legendär, das zählt. Ja. Doppelt. Ja, ich glaube ja nicht so. Das ist ein schon wieder. Ein Araqua. Die Reihenfolge ist manchmal echt sehr ähnlich. Hadrago. Oh, wo geht Araqua hin? Araqua und ein Baumwoll aus Wolle. Das will ich. Sami. So, okay. Eine Yolu. Und ein Kaporiki, das ist legendär. Ja, und auch beide Glitzer. Ja. Eine in Reverse und eine in Holo. Normal. Holo heißt das, glaube ich. Holo. Eine in Reverse und die andere nicht. Aber schön. Das ist ein legendäres Pokémon. Ja. Kannst du dir auch legendär ein für abfeiern. Hört sich fies an eigentlich. So. Also bisher waren die Karten ja auch eher scheiße. Warum? Von mir. Geht doch, du hast ein legendäres. So, Vesprit. Ein Koai Alelu. Ein Pokémon-Labor. Oh, das sieht aber cool aus. Ja, schwarz alles. Ein Owei, oh ja. Mit Egesamen kann es als Attacke. Hey, das ist Alola Slimer, hatten wir in der letzten Folge schon. Luna, wir nehmen auch. Hudud. Und ein Laukaps. Ganz toll. Ich hoffe, dass die Glitzerkarten das. Oh wow. Wird wieder eine Full-Size-Karte, dann gehe ich aber weinen. Und normales. Kapukime. Alles gut, wir können weitermachen. Ich rage mir ein. Nee. Danke. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Fies von dir. Ja, das Keldeo, da muss er erstmal rankommen, ne? Schon gesagt, dass das cool ist? Nee, ist es eigentlich nicht. Nicht? Jetzt hätte ich fast die zwei Karten direkt umgedreht. Ja, das wäre ja, schon Folge zu Ende eigentlich. Hier. Pflanzenenergie schenke Dankeschön. Ich dir. Das ist ein Jubelball, für die, die es nicht wussten. Das ist ein Tauros. Tauros. Das ist ein Grabbloffloss. Vielen Dank. Nee, Schnäppke. Rodomorph. Ein Litomel. Ein Lavados. Ja, ja, Lavados. Lavados. Fies. Düsselgur? Oh, das ist ja toll. Glückwunsch. Okay. Das war nicht so gut, ne? Das ist traurig. Das ist toll. Warte, die Leute haben gar nicht gesehen. Kavalanza, ich hab's doch reingehalten. Ja, musst du langsamer. Ja, aber es ist doch nichts Gutes. Nur weil es keine Fullzeit ist. Das liegt jetzt vielleicht die ganze Zeit hier offen rum, bis ich das nächste Mal dran bin. Können die Leute noch lang genug angucken. Na gut. 2, 3, 4... Ja, wir sind ja schon fast durch. Und ich habe noch nichts gezogen, was gut ist. Es ist einfach traurig heute. Wieso bist du so unzufrieden mit deinen Karten, die du gezogen hast? Ja. Das ist traurig, ist das dich. Beste. Ein Navitaub. Eine Wiederverwertungsenergie. Du hast eine Recycling-Karte. Ja, wir sind ja auch für wiederverwertbare Energien. Ein Voltolos. Ein Shadragos. Auch cool. Also hier sind schon die Basic-Karten ganz cool. Ja, Baumboy, vorher da. Die Mann. Wenn du wieder eine Full-Size-Karte kriegst, ne? Dann ist das Schiebung. Strawickel und Gasteller. Jeder konnte selber ziehen, ne? Schiebung. Dann drehen wir um. Okay. Ja, Aranestro. Oh. und Kokoball. Aber es ist gar kein Alola-Kokoball. Nee, ist normal, ist ausnahmsweise. Ich habe noch einen Nachtara-Booster, der bringt mir jetzt Glück. Entschuldigung.
Sag doch was, dann gebe ich dir einen. Ja, nee, du denkst ja immer nur an deine Karten. Ja. Aranestro war es halt nicht wert. Ist halt einfach so. Das ist die Wahrheit. Mir die letzte Chance aufzuholen. Mit Blitzenergie. Oh. Oh, Flapdrink. Jan Mega. Ohren eine mit, Glocke. Eine Glocke, das ist gut. Gut, dass ich die oder nicht auch ein Polo habe. Ein Zurückhex. Also. Vielleicht kriegst du ja eine Trainerkarte in Glitzernd. Wo geht Zurückhex hin? Da haben wir die. Oh, guck mal, das ist cool. Eine Ultra-Bestie. Ja. Okay. So, jetzt Miri, deine letzte Chance. Das sieht gut aus. Ja, es ist einfach Nachtara. Du hast das Tag-Team Nachtara gezogen. Ja. Nachtara und Darkrai. Darkrai. Es ist so gut. Und dann auch noch in einem Booster mit Nachtara und Darkrai. Ja, es ist so schön. So schön. Angeber. Jetzt sieht es irgendwie wieder schlecht aus für mich. Aber ich habe ja noch eins. Ich habe ja noch eine Chance, ne? Ich habe Nachtara. Ich glaube, der Tag ist doch gut. Alles gut. Wir können die Folge auch einfach bei dir hochladen, ne? Weil wir können das ja im Wechsel machen. Okay. So. Meine letzte Chance, noch was Gutes zu ziehen. Am Kopf. Energie. Ein Stadion-Navi. Weil man sich in Stadion verläuft. Ja. Naja. Warst du schon mal im Stadion? Also. Schnackse. Das ist ein Jubelball. Ja, yay! Den hatten wir schon. Oh. Im Mantis. Das ist Stravike. Hatten wir das nicht vorhin in anderem Design? Ich hatte das auch schon. Gastella. Gastella, das sind andere Lichte. Und das hatte Cargoso. Ich auch. So, ich glaube an das Herd der Karten. Oh, cool. Frostedje. Okay, und das dahinter ist? Nee. Oh. Oh, das Herz der Karten. Okay. Oh. Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig, wer bessere Pokémon hat diesmal. Guck mal, ich habe ja viel mehr. Ich habe Nachtara. Das ist einfach Nachtara und Darkrai. Das ist so cool. Das ist so cheat. Trattini. Trattini hat sich auch Mühe gegeben. Ja. Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Wenn ihr Spaß auf mehr habt, gebt dem Video gerne eine Bewertung da. Bewertet auch ruhig die Karten, was ihr denkt, welche waren mehr wert, welche waren coolerer. Coolerer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bleibt schön feurig. Tschüss. Tschüss.